Interessant. Sowas gibt's hier also auch im Spiel. So komische kleine Geräte. Also hier sind irgendwelche random Bolzen. Oh nee. Hier sind schon wieder diese komischen Tetris-Blöcke oder was das auch immer sind. Ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich so ist, wie ich das immer sage. Wo geht's denn hier lang? Folgen wir dem Weg mal hier. Hier ist eine Box oder so. Oh. Cooler Stuhl. Interessant. Und was ist hier so? Oh, was ist das denn für ein Gebiet? Sieht ja fast aus wie ein Sumpf. Aha. Kommt man hier irgendwie weiter? Ja. Ziemlich schief das Schiff hier. Aber egal. Hat das hier auch ein Ziel irgendwo? Kann man hier nur so durchlaufen und bringt nichts. Also sieht auf jeden Fall ziemlich stabil aus. Bin glücklich, dass ich hier rumlaufe. Kann ja nichts passieren. War's das? Ich glaube, das war's hier auch. Obwohl, vielleicht kommt man ja irgendwie nach unten. Hier kommt man nach unten. Aha, ein Rätsel. Oh ne, das ist schon wieder mit unsichtbaren Dingern. Oder? Ja. Hier ist wieder so eine unsichtbare Spur irgendwo unterwegs. Och nee, wieso müssen hier denn unsichtbare Spuren sein? Ist ja nervig. Bringt das denn was, wenn ich das hier jetzt mache? Das Rätsel hier. Ich glaube, die muss ich zuerst einsammeln, wenn ich. So. Das ist falsch. Wenn ich das so spiegeln würde, dann. Müsste ich zuerst. Oh Gott. Müsste ich zuerst hier lang? Gruselige Musik. Moment. Was ist das hier denn für Geräusche? Gruselig, die Geräusche hier. Ist keine schöne Atmosphäre hier. Mensch, ich verstehe das nicht. Das gefällt mir hier nicht. Schnell weg. Ich will hier weg. Wo komme ich denn her? Wo komme ich denn her? Hier geht's weiter. Schief und eckig. Wahrscheinlich wieder sowieso nur so ein extra Teil, was man einsammeln kann, wenn man will. So ein ganz einsames Secret Line. So, und hier brauche ich also jetzt die Tetris-Blöcke, die ich nicht weiß. Also ich weiß nicht, wie die funktionieren. Da bräuchte man ein Tutorial für. Gibt's hier irgendwie einen kurzen, schnellen Weg weg? Ich gehe einfach mal überall durch. Ganz schnell. Ich möchte mal gerne zum Sumpf gehen. Wenn es gehen würde. Gehen wir mal weiter durch diese schöne Umgebung. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Sumpf. Der sah nämlich sehr schick aus. Diesen hohen Pflanzen hier. Die gefallen mir.
Und hier ist so ein cooler Steg. Was ist das? Ein Tetris-Block. Aha. Vielleicht fangen hier die Tetris-Blöcke an. Ich glaube, die sind genauso wie ich dachte. Hä? Hier geht es ja gar nicht. Moment. Funktioniert das? Wo soll hier denn ein Viereck entstehen? Ach, hier. Ah. So, und hier soll sowas entstehen. Da. Ja. Genauso wie ich gedacht habe. Hier geht's weiter. Aha. Nicht? So. Also das hier trennt wohl auch die beiden. Und hier muss ich auch noch einen Block irgendwo haben. Interessant. Wie soll das gehen? Nee, hä? Nee, ernsthaft, wie soll das gehen? Wie soll ich hier jetzt noch so einen Block reinbringen? Ist das überhaupt möglich? Zählt das? Nee. So, also müsste das gehen? Kann ich. Hä? Ach, ich kann die so. Wenn die so in einem Block sind, dann können die so kombiniert werden. Das heißt, hier kann ich auch so einen Sechserblock benutzen. Ja. Und hier ist genau dasselbe. Ja. Hier genau dasselbe. Ja. Und hier nicht genau dasselbe. Aber das. Das ist ja voll easy. Okay, das hier ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, die Blöcke müssen leider drin sein, in dem, was man macht. Wie macht man das hier am besten? Drehen darf man die, glaube ich, auch nicht. Ja. Kann ich die irgendwie kombinieren? Vielleicht indem ich so mache. Ja. Das heißt, man muss die geschickt kombinieren und dann geht das schon. Okay, was ist hier? Aha, hier brauche ich also so einen Dreierblock und so einen komischen. Hä? Wie soll das denn gehen? Muss ich hier vielleicht wieder geschickt kombinieren? Nee, ich glaube, das geht nicht. Oder doch. Natürlich geht das. Wenn ich so mache. Ja. Dann hier noch. So. Perfekt. Das ging ja ganz einfach. Wie bekomme ich denn das zweite Kabel an? Egal. Wo führt denn das erste Kabel überhaupt hin? Das geht irgendwo in den Untergrund. Und kommt nie wieder. Toll. Vielleicht da hinten irgendwo. Ich gehe da mal hin. Viele Wege gibt es ja nicht. Ne, hier geht's wieder weg. Schön hier. Hier ist auf jeden Fall nicht. Ne, ich gehe wieder zurück. Was ist das hier? Hier komme ich nicht durch. Okay. Was hat das denn jetzt bewirkt? Das wüsste ich gerne. Das wüsste ich nur zu gerne. Man sieht auch nicht, wo das hingeht. Das geht einfach hier in den Boden rein. Eine andere Lösungsmöglichkeit gibt es ja auch nicht. Also keine richtig andere. Ich könnte das höchstens spiegelverkehrt machen, wenn man wollen würde. Ach so. Das sollte man auch. Ach so, und jetzt bewegt sich das nach rechts. Interessant. Ach so, das soll hier die Plattform links und rechts darstellen. Das ist ja lustig. Das haben die gut gemacht. Die Ersteller. Mensch.
Diese rasende Geschwindigkeit. Wow. Amazing. Ich komme ja schon fast voran. Aber nur fast. Endlich bin ich da. So, durch die Tür komme ich nicht. Da bleibt ja nur noch ein Weg übrig. Hier nämlich. So, hier gibt es wieder solche Dinger. Hier kann ich wieder geschickt kombinieren. Indem ich... das hier zählt ja auch als so ein Teil. Nee. Wenn ich das so geschickt kombiniere, dann muss... Ach nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Soll ich die denn kombinieren, wenn das da nicht drin ist? Ach, indem ich die Vierer hier unten reinmache. Geht das? Ja. Also der Vierer ist dann da unten. Ah ne, dann sind die Dreier... Doch. Wenn ich den Vierer hier unten mache. Und die Dreier hier so oben drauf. So, ja. Perfekt. Und hier? Hier könnte ich den Vierer auch hier oben... Ach, hör auf. Ja, ist gut. Geht doch. So, Vierer hier oben. Nee, achso. Das ist die Schwierigkeit. Das hier trennt das und darf keine Trennung drin sein in diesem Gebilde, im ganzen Gebilde. Das heißt, ich mache hier einen Vierer wieder. Oh nein, das mache ich da schon wieder. Hier, na. Ich mache da so eine coole Form raus. So. Ja. Na, ein Einer, ein Zweier. Sieht irgendwie zu einfach aus. Hier ist ein Zweier. So, wenn ich hier jetzt den Einer mache. Hä, wie soll ich den Einer denn machen? Aha. Der Einer ist ja schwierig. Also die Vierer und so ist ja easy, aber den Einer... So geht das ja nicht. Man muss theoretisch so machen, oder? Das muss an der Wand sein. Das heißt, ich muss den kombinieren. Wie soll ich den denn mit den anderen kombinieren? Geht das über... Ah, warte. Ich glaube, ich habe eine Form gefunden, die das bewerkstelligen könnte. So eine Form. Das sind 1, 2, 3, 4 und hier sind hier ist der Zweier und hier ist der Einer. Aber jetzt muss ich das nur noch richtig bekommen. Sodass das da oben rechts auch endet. Geht das? Könnte kritisch werden. Ja, das wird kritisch. Ja, das ist doof. Da habe ich schon eine coole Form gefunden, dann geht die nicht. Das ist doof. Gibt es da vielleicht irgendeine andere Form? Nee. Da gibt es nur diese Form, die das, glaube ich, verbindet. Aber vielleicht kann ich ja irgendwie... So? Ja, so. Ja. Perfekt. Gott. Es wird immer komplexer hier. Als wenn das Spiel meint, schwierig zu sein. So, und... Nee. So wird das nix. Man kann das vielleicht so machen und dann... Muss ich irgendwie rüber... Nee, oder? Wenn ich... Warte. Ich hab's gleich. Wenn ich so mache... Ja. Perfekt. Auch die Tür da unten ist aufgegangen. Na, dann gehe ich mal wieder runter. Und gehe da mal direkt rein. Durch. Oh, schon wieder ein neues Rätsel. Oh Gott. Hä? Witzbeule. Ja, kann ich kombinieren.
Was mache ich da denn für eine Formhaus? So eine und dann. Nein, 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 so. Nicht. Hier unten der Vierer. Dann die zwei von dem Teil, der einer von da und dann. Ich habe jetzt gedacht, hier die vier von dem hier. Ach, der muss ja natürlich noch in der Form drin sein. Das war der Fehler. Das heißt. So. Genau. Wenn ich die alle kombiniere, dann kommt da Unsinn raus. Unsinn wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir Chaos draus. Keine Ahnung, was ich hier rede. Das könnte. Ja, das ist eine easy Form. Jetzt muss ich die nur noch richtig hinmalen. Also die Form ist hier zwei, hier zwei, also hier zwei. Nur hier ist eins übrig, also überstehend. Genau, und auf der anderen Seite ist das. Nicht. Nee, das wo war das nicht? Kann ich hier vielleicht irgendeine andere Form ausmachen? Ich glaube nicht. Also ich kann das so machen, dass hier überall was ist. Kann ich das? Kann ich. Dann muss ich irgendwie. Wenn ich das so mache, also hier ist der Zweier, dann kommt hier der Dreier. Oder? Nee, wenn ich hier den. Das Teil direkt mache, dann so irgendwie. Das müsste eine Form sein, die alles beinhaltet. Nee, will natürlich nicht. Oder? Fast. Ganz knapp fast. Hier ist so ein Vögel. Nicht hier. Hier ist ein Hügel. Und dann hier so. Wie war es eben? Also hier ist der. Das Teil dann und da ist der Dreier. So eine Form. Nicht? Moment, hier sind die beiden. Hier sind welche Blöcke? Und hier ist der eine Block. Und hier ist der eine Block. Ach, ich habe den hier aus Versehen mitgenommen. Aber wie komme ich da jetzt wieder rüber? Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? So muss die Form sein. Die Form ist doof. Aber kann man da eine andere Form rausmachen? Ich könnte. Ja. Ich muss die weißen Dinge, die links und rechts nur einen nach oben verschieben. Dann kommt da am Ende sowas raus. Ja. Perfekt. Das ist schön. Guck mal, wie schön rot das Wasser hier ist. Und guck mal, plötzlich ist er so blau. Schon wie sowas. Das Zeichen ist ein bisschen gedreht.